Als erstes parieren wir 1,2 Kilo Tafelspitz ab. So, nehmen wir uns 200 ml helles Bier, ihr könnt auch alkoholfreies nehmen. Da rein kommt ein Esslöffel Paprikapulver geräuchert, ein Teelöffel Oregano, Cayennepfeffer. Presse drei Knoblauchzehen rein, kommt noch Salz und Pfeffer dazu und rühren das Ganze um. Nehmen uns eine Grillspritze und ziehen unsere Marinade auf und spritzen das Fleisch am besten immer längs, damit nicht zu viele Löcher entstehen. Mit dem Rest wird das Fleisch übergossen und am besten über Nacht ziehen gelassen. Jetzt wird der Braten aufgespießt und fixiert. Gegebenenfalls könnt ihr den noch binden. Die Schale mit dem Sud kommt runter. Machen den Heckbrenner an. Volllast. Machen den Drehspieß an. So sieht das Ganze nach 50 Minuten aus. Hat genau 60 Grad Kerntemperatur an der dicksten Stelle. Ich möchte gerne aber 70 haben. Der Braten ist fertig. Kurz ruhen lassen, damit beim Einschneiden nicht der ganze Saft rausläuft. Ja, das Fleisch ist sehr lecker. Herzhaft, leicht scharf, schön.